Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digimon, weil wir haben es endlich in unsere Welt zurückgeschafft. Doch was jetzt? Genau das werden wir dann jetzt wohl erfahren. Dieses ganze Gespräch kommt mir so unerwartet vor. So unerwartet, dass ich Probleme habe, mitzukommen. Wenn Miyuki uns in diese Welt zurückgebracht hat, muss sie irgendwas wissen, oder? Und was meint sie mit der Hälfte ihrer Seele? Das hat sie im Musikraum auch gesagt. Wenn ich so darüber nachdenke, was hat sie überhaupt in dieser Welt gemacht? Ich weiß sie... Und weiß sie vor allem, was mit den anderen passiert ist?気を乗せ。あんな、言いつけを破ったの。この場所へ行ってはいけない。子供をさらう化け物が出るから、お父さんから言われてたのに。化け物？お父さん？でも、確かあの時って、授業で仕方なく来ることになって、そしたら霧が。霧って？ あの怖い霧の子。そう。あの霧が。もういいよ。辛かったら無理に思い出さなくても。なんだかごめん。大丈夫。 Das überrascht mich nicht. Immerhin war sie ganz schön neben der Spur, als wir kamen. Möglicherweise hat sie viel mehr durchgemacht als wir. Na, aber die Hauptsache ist immer noch, dass wir es dank Miyuki zurückgeschafft haben. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie unser nächster Schritt aussieht. Masaka, Piemon-tachi ga... Sind wir doch nicht wieder zu Hause? Sind wir immer noch in einer anderen Welt? Nanda, bikkuri shitte mo. Ningen no keihai tte koto wa... Minoru-san ya... Es könnten also andere sein, oder auch nicht. Bin ich wirklich wieder in meiner Welt? Oder bin ich immer noch in der anderen? Das sollte die Sache ein für alle Mal klären. Ich weiß nicht, sie wirkt etwas aufgebracht. Was stört sie denn so? Ach, hat sie vielleicht Angst um Agumon davor, was passiert, wenn er gesehen wird? Oder hat sie Angst, dass es Minoru und die anderen nicht Hai hierher geschafft haben? Aber sie können sich auch Sorgen um Haru machen. Geht es gar nicht um Hau? Womit wir mehrere Tage fort gewesen wären. Das hat bestimmt einige Aufregung verursacht. Das könnte übel sein, vor allem weil Minoru und die anderen noch nicht hier zurück sind. Solange die anderen in der anderen Welt sind, kann ich nie erklären, was passiert ist. Was soll ich nur tun? Was denn jetzt? Agumon-Hu, Chirachi. So, da. Agumon,
そ。え、え、たくま。言ったろ、こっちの世界じゃアグモンはすごく珍しいんだ。もし見つかったら大変なことになる。でも少しの間、僕とみゆきがあの人たちに話を聞く。分かったよ、少しの間だけだからね。ひとまず見つかる前になんとかな。それであの人たちに話を聞くって言って、まずはこっちの世界で僕たちのことがどうなってるのかを。僕たちやみゆきが何日も行方不明になってたんだ。絶対に騒ぎになってると思う。そうだよね。とにかくあの人たちに話を聞いてみよう。Vielleicht sollte ich die Leute hier befragen. Hey, euch habe ich noch gar nicht gesehen. Sagt nicht, ihr seid die verschollenen Schüler. Mist, was soll ich bloß sagen? Also, ab in die Schule mit euch. Bestimmt sind alle ganz krankversorge um euch. Ab in die Schule? Wie meinen Sie das? Das Erdbeben hat einen Erdrutsch ausgelöst. Es sind sogar Schüler verschollen. Deshalb wurden alle unversehrten Schüler offenbar in die Schule zurückgebeordert. Ich würde an eurer Stelle auch dahin. Aha. Was soll das heißen? Geht ihr irgendwas etwas Seltsames vor? Also irgendwas geht hier schon vor. Oh, es geht auf jeden Fall etwas vor. Wir haben wohl einen ganz schönen Tumult verursacht. Was, wenn die Polizei uns fragt, was passiert ist? Was sagen wir dann? Wisst ihr, ein paar Schüler, die hier campen wollten, sind verschollen. Alle sagen, sie könnten in den Erdrutsch geraten sein. Die Polizei hat sich vor ein paar Minuten auf den Weg zu ihrem Lehrer gemacht. Vor ein paar Minuten? Hä? Wovon redet ihr da? Wie viele Tage sind seit dem Erdrutsch und unserem Besuch in der anderen Welt vergangen? Was hat das alles zu bedeuten, Takuma? Ich habe echt keinen blassen Schimmer, aber die Zeit scheint in dieser Welt in einem anderen Tempo als in der anderen zu vergehen. Diese Welt? Die andere? Was zur Hölle faselst du da? Gar nichts. Ignorieren Sie das einfach. Wie hat denn der Schrein den Erdrutsch überstanden? Steht er noch? Seid ihr neugierig? Aber ich glaube nicht, dass die Ermittlungen schon abgeschlossen sind. Der Schrein lag schon vorher in Trümmern. Deshalb darf man dort nicht hin. Der Schrein? Liegt in Trümmern, was? Was ist denn auf einmal mit Miyuki los? Ach, um das alte Gemäuer kümmert sich schon jahrzehntelang keiner mehr. Anscheinend war es mal richtig schön. Das würde man jetzt kaum noch glauben. Jahrzehnte lang? Was ist denn mit Miyuki? Jedenfalls ist das Betreten gefährlich, daher würde ich mir an eurer Stelle vom Fern halten. Meine Güte, habt ihr euch verlaufen? Nein, wir ruhen uns hier nur ein bisschen aus. Dann ist ja alles gut. Aber in dieser Gegend verschwinden ziemlich viele Kinder. Und weil gibt es so viele verwirrende Wildpfade, aber die Leute kommen trotzdem. Zu dieser Jahreszeit gibt es hier immer so eine Art Lage. Ach ja, natürlich. Die Leute, die in der Nähe wohnen, machen sich immer Sorgen, wenn Kinder hier sind. Ganz normal. Nach all den verschwundenen Kindern, das war vor 50 Jahren. Verschwundene Kinder? Oh, das gab einen totalen Aufschrei. Wer könnte das vergessen? Und die Kinder wurden nie gefunden? Nein, sie verschwanden massenhaft. Selbst die berühmte Familie Minase verlor eine Tochter. Nein, sie meinen doch nicht. Sie war während dem Alter des Mädchens da drüben. Huch,
Sie sieht ja beinahe wie Akiharu Minases Schwester aus. Miyuki sieht wie ein Mädchen aus, das vor 50 Jahren verschwunden ist. Und hat die Frau nicht Minase gesagt? Das ist auch Miyukis Nachname. Was geht hier bitte vor sich? Ist das nur Zufall oder könnte es sein? Entschuldigen Sie, aber was ist mit den verschollenen Kindern geschehen? Jeder im Dorf machte sich auf die Suche. Kein Kind wurde hier gefunden. Einen Moment. Wo ich darüber nachdenke, einen kleinen Jungen fanden sie. Oh, Moment mal. Heißt das etwa... Miyuki, was ist denn? Du bist ja ganz blass geworden, Kleines. Alles in Ordnung? Sie ist echt blass. Seit die Frau das gesagt hat, sieht sie so schlecht aus. Aber was war das für ein Krach? Hey, Takuma, kann ich jetzt wieder rauskommen? Was? Agumon. Hä? Was ist das für ein Vieh? Ein Geist? Ein Monster? Nein, das ist nur ein Plüschtier, sehen Sie? Aber es hat sich doch bewegt und geredet. Darin steckt ein Computer. Das ist eins von diesen Plüschtieren, das gehen und reden kann. Richtig, Miyuki? Ich meine, ja, ganz genau. Das macht alles der Computer. Aber Takuma, was ist ein Computer? Hier, hören Sie mal. Er wiederholt, was man sagt. Tolle Technik, oder? Verstehe, die Technik heutzutage offenbar ziemlich weit fortgeschritten. Bitte, ich fürchte, ich habe keine Ahnung, wovon ihr zwei Räder redet. Also, ich glaube, wir sollten mal los. Wir kennen den Weg von hier aus. Also, sicher? Also schön, aber seid vorsichtig. Puh, das war komplizierter als gedacht, aber sie hat es uns abgekauft. Ja, aber weshalb genau? Weshalb? Also bitte. Ich habe dir doch gesagt, dass... Du sollst dich verstecken, Agumon. Entschuldige, aber das hat so lange gedauert, dass ich neugierig geworden bin. Agumon konnte wohl einfach nicht anders. Klar, dass er neugierig ist. Schließlich ist er zum ersten Mal in unserer Welt. Aber wenn dich noch jemand sieht, kriegen wir ernsthafte Probleme. Hier, nimm meine Hand und tu ab jetzt so, als wärst du ein Plüschtier. Ich muss bloß deine Hand halten, das kapiere ich zwar nicht so ganz, aber wenn du meinst, oh Mann, hoffentlich funktioniert das. Und wo gehen wir jetzt hin? Zur Schule, würde ich sagen, vielleicht finden wir dort ihre Antworten. Was ist mit dem, Yuki? Passt das auch für dich? Ja, ich will in der Schule was nachsehen. Okay, dann mal los. Ja. Also wir sind tatsächlich in unserer Welt zurück. Allerdings ist die Zeit in der anderen Welt schneller vergangen als hier. Das, was die Frau gesagt hat, beschäftigt mich. Und dann noch Miyukis Reaktion. Ein massenhaftes Verschwinden? Weiß Miyuki etwas darüber? Miyuki,どうしたの?そういうわけじゃないんだけど。言いづらいことなのかな?言っても信じてもらえるかどうか。もちろん僕もだよ。それに。 ついさっきまで別の世界に行ってたんだから、これ以上驚…確かに、そうか。あのね、たくまさん。私、こっちの世界に戻ってから、ここは確かに元の世界なのに、なんだか私の知らない場所みたいで。それって、どういう?たくまさん、今って何年なのかな?そりゃ、今は、西暦2020… 2020。やっぱり違うんだ。違うって。何?ここは私が住んでた頃と時代が違うのかもしれない。え? Kann sie wirklich aus einer anderen Zeit stammen? Wäre das möglich? 何かの間違いとか。そんなんじゃない。だって私が住んでた頃は 神社は廃墟なんか、それにコンピューターって何?周りの風景も、さっきの人たちの服装も。ねえ、たくまさん、これってどういうことなのかな? Aber es kann nicht sein.
Also, aber doch. Das würde ja bedeuten. Das klingt, als würde die Zeit in deiner Welt anders vergehen. Achso. 僕たちはあっちの世界で何日も過ごした。こっちではほんの数時間しか経ってないってことになってて。ここは私の知ってる元の世界とは私と美雪。美雪、顔色が悪いみたいだな。そうだな。校舎までもう少しだから、そこで休もう。美雪。 Sie weint. Muss ein ganz schöner Schock sein, in eine fremde Welt zurückzukehren. Schkashi, こう して みると こっちの外観は見慣れないな。 ここ、見た感じ、私が通ってた学校と同じはず。 Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass Miyuki's Zeit so lange her ist. Wir sind zwar zurück, aber ich habe immer noch keine Ahnung, was los ist. でも、よくわからないことも多いし、いろいろ調べ。校舎の探索ってこと？探索っていうか、まずは先生を探して。そうなると、またアグモには隠れててもらった方が。 Also was machen wir? Also man sollte sich einfach wie ein Plüschtimmel nehmen und dann kann er mitkommen. まずは誰か先生たちも僕らのことを探してるに、それに先生はそのためにも悪いんだけど、アグモまた隠れるの？さっきだってぬいぐるみのふりして大丈夫だったんだし、バカマイク。 ダメだよ。さすがに学生たちに見つかっ。ごめんね、アグモ。にゅん、わかったよ。よし。それじゃあアグモは建物の影にある資源おばあさんと違って学生たち相手だと。ぬいぐるみじゃない、くれぐれも気をつけて。隠れんぼみたい。隠れんぼか。あ、僕頑張って隠れ。<笑> じゃあ僕たちは校舎に入って情報を集めながら。え、今度。 Da ist so anders aus hier. Korridor freigeschaltet, Cafeteria freigeschaltet, Klassenzimmer freigeschaltet. Freikampf freigeschaltet. Freikampf. Der Rudermann. Wir gehen erstmal zum Korridor. Naja, warum sollten wir jetzt hier kämpfen? Andererseits? Sollen wir mit anderen Campern reden? Schon gehört? Die Camper sind verschollen. Echt jetzt? Was ist passiert? Ich weiß nichts Genaueres. Ein Lehrer hat sie überall gesucht. Und wie sollen die erstmal warten? Auweia. Das ist ja schlimmer als erwartet. Sag mal, die meinen dich und deine Freunde, oder? Ja, ich glaube schon. Die Lehrer und Schüler hier haben immer noch keine Ahnung, was passiert ist. Wir gehen mal immer weiter. Ein Raum nach dem anderen. Irgendwo wird ja was sein. Rote Magazine, Bilderbücher und Comics sehen alle ganz normal aus und enthalten keine Informationen. Ich weiß ja nicht. Ich will die Nachrichten schauen, aber die Fernsehbedienung ist verschwunden. Wahrscheinlich hat jemand vergessen, sie zurückzulegen. Nachrichten wäre es eigentlich ganz interessant.
die Lehrer? Die sind alle irgendwo hingegangen. Vielleicht suchen sie ja die verschollenen Camper. Das waren ziemlich viele. Viele? Entweder der Erdrutsch hat sie erwischt oder sie wollten sich ansehen. Es sind immer noch viele Leute nicht in der Schule aufgetaucht. Anscheinend sind ein paar Leute aus der Schule abgehauen, um sich den Erdrutsch anzusehen. Die Lehrer drehen deswegen bestimmt total am Rad. Miyuki, どうかした?あ、ううん、急にテレビがついたから。おお、誰かがリモコンでつけたんじゃないかな。そんなこともできちゃうんだ。それに、色までついてる。大きな町の電気屋さんで見た時より、ずっと綺麗。フェビーをファッフェンゼン、ベトラクトン。Die meisten von uns als selbstverständlich. Klingt, als wäre wirklich viel Zeit seit Mios Zeit vergangen. Aber mir geht es genauso andersherum. Ich habe zwar erst nicht geglaubt, aber ich bin sicher, dass Miyuko nicht lügt. Was mir der Professor gesagt hat, das Foto, das wir in der anderen Welt gefunden haben und dieser Vorfall. Die alte Frau meinte, es sei 50 Jahre her. Das hat alles miteinander zu tun. Wurden Haru und Miyuki vielleicht vor 50 Jahren von der anderen Welt verschluckt? に映ってる現場って大規模な崖崩れが発生加害やっぱり騒ぎになっていたんだWenn sie erfahren, dass nur ich wieder da bin, fragen sie garantiert nach den anderen. Aber wie soll ich das nur erklären?Takuma-san! Was denn jetzt?ていたロープウェイで事故。このロープウェイ見覚えある。Klingt, als würde Miyuki das gleiche denken. Aber Moment mal. Was ist das jetzt für ein Bericht? 滑りで廃工場が倒壊。付近の道路が寸断されている。さんも見覚えあるよね。あるも何も。ここは僕らがさっきまでいたピエモンと戦った場所じゃないか。やっぱりそうなんだ。そういうこと。Ein Erdrutsch bei einem Schrein, ein Seilbahnunfall und eine eingestürzte Fabrik.Was hat das alles zu bedeuten? Was ist Miyuki gerade klar geworden? Ist das nicht alles nur Zufall oder wusste sie von Anfang an Bescheid? Warte mal! Der Kopf ist... Das ist nicht ein Zufall, oder? Ja, aber so ist das... Ich weiß nicht alles. Ich weiß, was... ちゃんと説明する。そのためにも、たくまさん。わかった。ここじゃ、他の人に話を聞かれるかもしれない。Sorry。ここなら、誰かに聞かれる心配はなさそうだな。うん。それじゃさ、これは全部。私の推測なんだけど、うん、私たちがいるこの世界とつながってるんだと思う。それはそうだよね。出なきゃ行ったり来たり。
ことじゃないの。あっちの世界で何かそれと対応するようにこの世界でも何かが起こる。え？さっきテレビのニュースで言ってた事故。あ、それって思い出して、たくまさん、ロープウェイや廃工場で何があったか。Moment. Darum geht es. Am Ort des Seilbahnunfalls ist Rio gestorben. Und der Erdrutsch fand bei der Fabrik statt, in der wir gegen Piedmont gekämpft haben. Zwei Welten beeinflussen sich. Was kann man denn da wirklich? Was verbindet sie denn noch außer einem Ort, dass beide Welten scheinen? So. やばいじゃないか。あっちじゃこの校舎にも霧が出てた。あそこにはまだみんないるかもしれない。あっちにいるみんなにもしものこと。このことを知っているのは私とたくまさんだけ。止められるのは私たちだけしかいないの。え、それってつまり、いや、そう、みんなを助けられるのも私とあなた。私たちがあっちの世界に戻ってみんなを助けない。だからって僕らに何。現に僕らはあっちの世界に戻る方法さえ分か。戻る方法ならあるよ。え、私の歌で2つの世界がつながるのをたくまさんも見たでしょ。あれは水瀬家に代々伝わる力なの。私ならもう一度2つの世界をつなげられ。水瀬家に代々伝わる。それじゃあのおばあさんが言ってた集団失踪。うん、私やっぱり。それじゃあみゆきとハルがあっちの世界に行ったのはこう。そういうことになるね。Die beiden waren also vor 50 Jahren allein in dieser Welt. Das ist doch irre. Aber mit diesen Gedanken lasse ich euch jetzt mal erstmal hier stehen. Ich werde hier nämlich einen Cut setzen und wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder. Gemein von mir, ich weiß, aber passt ganz gut. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, auch gerne in den Kommentar, würde mich riesig darüber freuen. Ansonsten, wenn euch mal die Videos gefallen, auch gerne ein Abo auf den Kanal da lassen. Kostet nichts, tut nicht weh. Aber vergesst dabei natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video, was YouTube euch vorschlägt. Und rechts ist die Playlist zu Digimon Survive. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal.